In 2020 haben wir tolle Erfahrungen gemacht mit rein digitalen Formaten wie der Gamescom und der Demexco. Unser Glück, kann man fast sagen, dass unsere wesentlichen Zielgruppen sehr zufrieden mit dem digitalen Angebot waren, aber das physische Erlebnis vermissen. Unsere Communities möchten eine persönliche Begegnung. Sie möchten die Bilder und Emotionen, die man nur hier in Köln erleben kann. Aber angereichert um die digitalen Vorzüge. Die Zukunft liegt also in hybriden Veranstaltungen, indem wir sinnvolle digitale Elemente mit dem physischen Erlebnis eines Live-Events kombinieren. Hybride Messen bieten tolle Möglichkeiten, digitale Reichweite aufzubauen. Aussteller können in einem hybriden Modus die ganze Welt erreichen. Die digitalen Möglichkeiten erlauben es viel besser, Aussteller und Besucher zielgenau zusammenzubringen. Wir haben die Weichen gestellt und seitdem arbeiten wir kontinuierlich daran, tolle, hybride, erfolgreiche Messen zu machen. Die Kölnmesse wird hier sehr verschieden ausgesprochen. Meistens Kölnmessi. Mit der Typhex Anuga Asia, der führenden Nahrungsmittelmesse in Südostasien, hatten wir die Chance, die erste hybride Veranstaltung durchzuführen. Teilweise haben wir sehr einfach digitale Elemente genommen, zum Beispiel die sozialen Medien, die gerade in Südostasien von allen auch geschäftlich sehr intensiv genutzt werden. So haben wir zum Beispiel die Messe fast rund um die Uhr live auf Facebook gestreamt und man kann es kaum glauben, aber auch darüber laufen dann hier Geschäfte. Wir hatten professionelle Moderatoren, die einzelne Aussteller vorgestellt haben und das hat natürlich uns auch eine ganz neue Kundschaft geöffnet. Viele der digitalen Tools, die wir eingesetzt haben, können eine Messe nicht ersetzen, aber sind auch aus dieser Veranstaltung nicht mehr wegzudenken. Der Wunsch nach persönlichen Kontakten, nach einer physischen Messe, ist bei unseren Kunden weiterhin sehr, sehr groß.